Also. Die Windmühlen wurden ja auch mit Sägetuch bestückt, um von mehr Wind, von mehr Kraft vom Winter auszuholen. Ich habe nur so Attrappen mal gemacht hier. So, pass auf. Jetzt haben wir wieder Westwind. Drehen sich im Westwind und der Wind plötzlich macht Kapriolen. Der kommt jetzt aus dem Norden, nicht mehr aus dem Westen, hat sich gedreht. Und der Frontalwind ist nicht mehr da. Das ist jetzt der sogenannte Seitenwind. Und Seitenwind nimmt keinen Einfluss auf die Windmühlenflügel, sondern Einfluss auf diese Windrose hier. Und die Windrose hat die Aufgabe gehabt, das komplette Mühlendach, inklusive Flügel, als das einmal so weit herumzudrehen, bis die Flügel im Nordwind dann wieder arbeiten zu können. So. Jetzt sind die Windrose still, aber die Windmühlenflügel haben nicht gedreht. Sodass die Windrose die Aufgabe hat, das ganze Mühlendach einmal komplett automatisch die Flügel hinzustellen. Das haben die damals schon vor 300, 400 Jahren konstruiert und hat geklappt.